Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Henrik Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und in diesem Video erkläre ich euch meine Theorie, wie man sich im Tischtennis verbessern kann. Tischtennishelden, conquer the table. Es gibt im Tischtennis viele Theorien, wie man sich am effektivsten verbessern kann und in diesem Video möchte ich mal einfach meine Vorstellung präsentieren und zwar habe ich da auch einfach durch viele Gespräche mit Spielern, die ich betreue, meine Theorie herausgefunden und auch einfach so eine Art Erklärung dazu gefunden. Und ich werde euch da jetzt mal ein paar Sachen einfach aufschreiben. Also erstmal, wie verbessern wir uns im Tischtennis? Also dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Wir haben einen Ist-Zustand und wir haben einen Soll-Zustand. Diese Begrifflichkeiten habe ich schon öfters mal verwendet. Ist einfach, gibt es in vielen Trainingsbüchern diesen Vergleich und es ist einfach auch sehr anschaulich. Deswegen, also Ist-Zustand ist der momentane Zustand, wie es aktuell ist und der Soll-Zustand ist das Bild, worauf wir hinarbeiten. Vielleicht die Technik oder die Vorstellung, wie wir uns bewegen beim Tischtennis. Das ist also der Soll-Zustand. Und ich erkläre meine Technik immer folgendermaßen. Ich habe jetzt mal hier 5 Kreise angemalt und die sollen sinnbildlich dafür stehen, zu einzelnen Teilbereichen Tischtennis. Sagen wir mal jetzt eine Schlagart. Wir nehmen uns jetzt das Beispiel Vorhand-Topspin. Dann können wir hier diesen 5 Begrifflichkeiten oder diesen 5 Kreisen Teilbereiche vom Vorhand-Topspin zuordnen. Fangen wir mal an hier, also ich mache es jetzt mal groß. Ist Stellung. Das zweite ist Oberkörperdrehung. Dritte ist Treffpunkt. Vierte ist Also, für die, die meine Schrift nicht lesen können, ich habe jetzt in diesen 5 Kreisen einfach mal Teilbereiche zugeordnet. Erste ist Stellung, zweite ist Oberkörperdrehung, dritte ist Treffpunkt, also wie treffe ich den Ball, vierte ist der Armzug, wo geht der Armzug hin, setze ich den Unterarm ein und das fünfte ist das Handgelenk. Wir können noch viele andere Teilbereiche beim Vor- und Topspin dazu nehmen, aber soll jetzt einfach nur mal ein Beispiel sein. Ich habe jetzt hier 3 grüne Kreise, das soll also bei dem Ist-Zustand für positiv stehen, also dass es richtig ist. Bedeutet also, die Stellung ist immer sehr gut bei meinem Vor- und Topspin. Der Treffpunkt, also wo ich den Ball treffe, ob er weiter hinten oder er weiter vorne, ist richtig. Und mein Handgelenkeinsatz ist richtig. Wir müssen jetzt bei meiner Ist-Technik noch verbessern, die Oberkörperdrehung, dass ich mehr mitgehe und den richtigen Armzug. Ja? Und jetzt können wir einfach regelmäßige Übungen spielen oder unregelmäßige und können einige dieser Teilfehlerbilder versuchen zu verbessern. Das Ganze könnten wir isoliert machen, zum Beispiel beim Balleimer, wo wir uns vielleicht nur mit einem Punkt beschäftigen und zwar mit dem Armzug. Ja, dann werden wir vielleicht irgendwann in diesem kleinen Bereich besser. Irgendwann soll es natürlich so sein, dass wir überall grünes Licht haben und die Solltechnik erreicht haben. Aber
das Ganze können wir natürlich nicht isoliert machen, weil wir dann nur an einem Part uns verbessern und die ganzen Anschläge dann außer Acht lassen. Deswegen ist meine Philosophie vom Tischtennistraining, dass wir bei Übungen uns immer auf einzelne Teilfehlerbilder konzentrieren. Also Fehlerbilder wie hier, diese beiden Sachen, dass wir uns die zu Herzen nehmen und in Übungen versuchen zu verbessern. Und wenn wir das immer versuchen zu integrieren, ja, und darauf zu achten, dann werden wir bei Übungen auch besser. Das Ganze ist aber viel realistischer und spielnah, als wenn wir das isoliert an einem Balleimer trainieren. Deswegen ist meine Theorie einfach, dass jeder Spieler von euch hat gewisse Fehlerbilder und er muss versuchen, diese Kleinigkeiten stückweise immer zu verbessern und abzuschalten, ja, so dass sie irgendwann komplett auf grün kommt. Und das sind jetzt 5 Punkte gewesen, aber beim Vor- und Topspin, da können wir vielleicht sogar 20 Bilder oder 20 kleine Fehlerchen hinschreiben oder Merkmale, die den Vor- und Topspin verbessern würden. Selbst eine Gewichtsverlagerung von rechts auf links könnten wir als Punkt hier ergänzen. Habe ich zum Beispiel bei meinem Vor- und Topspin auch nicht. Ja? Eine Gewichtsverlagerung vom rechten Bein aufs linke Bein. Ja? Das sind alle Sachen, die wir dann bei den Übungen uns vornehmen können, dass wir die abstellen und dann werden wir stückweise immer besser. Das Schöne aber dabei ist, wenn wir so trainieren, das in den Übungen mit integrieren, dann können wir solche Sachen wie die Oberkörperdrehung oder der Armzug oder der Treffpunkt, die können dann auch bei anderen Schlägen natürlich verbessert werden. Und das ist beim isolierten Balleimertraining nicht der Fall. Da können wir zwar immer weiter an einem Schlag fallen, dass der auch immer weiter grün wird. Aber wir sind dann heraus aus dem Spiel und werden so nicht mehr diese Spielsituation wahrnehmen, als wenn wir das in vielleicht unregelmäßigen Übungen machen oder in Spielzügen. Wichtig ist halt nur, dass ihr euch euren Fehlerbildern bewusst seid, dass ihr wisst, woran ihr arbeiten müsst und dass ihr dann auch mal bei einzelnen Übungen vielleicht mal nur ein Fehlerbild euch vornehmt, abzustellen. Es kann also sein, dass ihr eine Übung spielt, sagen wir mal einmal Rückhand, einmal Vorhand, ja, ganz einfach, 1-1. Dann könnt ihr im ersten Durchgang 2 Minuten lang vielleicht darauf achten, dass ihr die Oberkörperdrehung immer richtig macht und dann nochmal 2 Minuten lang, dass ihr auf den richtigen Armzug achtet. Weil alles gleichzeitig geht natürlich nicht. Wenn ich jetzt auf die Oberkörperdrehung achte und den Armzug und dann noch mein Gewicht von rechts auf links verlagere, dann wird es einfach zu viel und dann werde ich auch keine Trainingserfolge haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch nach oben, abonniert unseren Kanal. Und haut sie weg. Ciao, ciao.